Sklerose ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung, die mit dem Älterwerden deutlich zunimmt. Wie entsteht sie? Sogenannte Risikofaktoren, wie zum Beispiel Rauchen und erhöhte Blutfette, führen zu einer Fehlfunktion an bestimmten Stellen der Innenwand einer Arterie. Dort kann sich das sogenannte böse Cholesterin, das LDL-Cholesterin, einlagern. Weiße Blutkörperchen werden angezogen. Sie fressen das eingelagerte Cholesterin. Die Folge? Das Gewebe der Gefäßinnenwand verändert sich zur sogenannten Plaque. Die Innenwand wird immer dicker, durch zusätzliche Einlagerung von Calcium, dem Kalk, immer härter, die Arterie immer enger.